willkommen zurück auf der Karte Meinenburg und bei meinem Single-Projekt. Und ja, wir haben da jetzt, wie ihr seht, rechts oben, ich habe den kompletten Weizen und Gerste ist weg. Das haben wir alles verkauft. Ich habe da jetzt hinten in Anhänger 8000 Liter noch Raps, den würde ich auch noch ganz gern verkaufen. Weil wir ja einiges vorhaben, und zwar ich möchte gerne noch ein Feld kaufen, zu dem komme ich aber gleich. Jetzt wollen wir da mal runterdüsen zum Wasserwerk und werden einmal da unten geschwind einmal das verkaufen, den Raps. Dann schauen wir mal, was wir gehört haben, denn ich möchte mir gerne einen Ladewagen und ein Frontmähwerk leisten. Und ja, dass wir dann schon einmal Silage haben. Denn Silage, wie gesagt, bringt ja auch nicht gerade wenig Geld. Ja. Das haben wir schon ein, zwei Folgen vorher gesehen. Ja. Das habe ich ja schon gezeigt. Ich meine, ich kann es euch gerne nochmal zeigen, ist ja überhaupt kein Problem. Dass wir da jede Menge Kohle bekommen. Ja, und wir können jedes Menge Geld brauchen, denn wir möchten ja gerne in den Schweinebetrieb einsteigen. Zumindest wäre das so mein Plan, ne? Dass wir das machen. Das werden wir da jetzt ratzfatz da mal verkaufen. Wir warten da gar nicht auf große Nachfrage hin, her, ist mir egal. Wir brauchen Geld, denn wir wollen ja vorankommen. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Geld wir da zusammenbekommen. Alle 70.000, okay, wir haben jetzt 7.598 Euro haben wir jetzt bekommen für die 8.000 Liter. Das finde ich natürlich super. Natürlich haben wir wieder Raps angesehen auf ein Feld, und zwar das ist Feld 77 auf 78. Okay, wir machen da jetzt ein bisschen eine Monokultur. Ja, kommt natürlich auch Raps drauf, also natürlich. Es ist ja, wie gesagt, es ist ein bisschen Monokultur, was ich da jetzt betreibe. Aber ich hätte gerne ein bisschen einen Raps auf Lager. Denn ja, Raps ist nun einmal das, was das meiste Geld bringt, und wie gesagt, wir wollen ja weiterkommen, ne? Wir wollen größere Geräte kaufen, wir wollen noch Felder kaufen, und wie gesagt, die Schweine wollen wir ja unbedingt, ich möchte unbedingt in Betrieb nehmen, denn ich möchte es einmal ausprobieren, wie das jetzt definitiv da funktioniert auf der Meinenburg mit den Schweine, denn ich kenne das noch nicht. Ich sag's euch, wie es ist, ich hab keinen Plan, ich habe keine Ahnung. Und deswegen möchte ich da gerne diesen Versuch starten, und ja, ich hoffe, dass uns das gelingt. Aber jetzt kaufen wir mal ein Feld. Jetzt ist einmal wichtig, ein Feld muss her. Ich kaufe mir kein Feld, wo schon Wiese ist. Ne? Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, ja, das Feld kaufen wir. Nur schaut sich auch, ich meine, das ist erstmal urklein, und zweitens kriegen wir da nicht wirklich viel Gras runter. Deswegen habe ich mir entschieden, für ein Feld, ja, das was sowieso, das was sowieso für mich persönlich, wie soll ich sagen, ja, was wir noch brauchen, das habe ich nämlich ganz vergessen, wir brauchen noch einen Frontlader, aber gut, das soll ja auch nicht uns stören, wir werden da keinen Frontlader, glaube ich, nehmen, sondern wir werden da mit einem Förderband arbeiten. Das sollte ich eigentlich in meinen Mod-Ordner drin haben. Wenn nicht, dann wäre das, ich habe nämlich ein Förderband, dann werde ich das reinnehmen, und dann werden wir da mit Förderband arbeiten, weil das ein bisschen schneller geht als mit der Frontloader-Räder. So, und zwar habe ich mich entschieden für das Feld 73, ja, und wenn man sieht, das ausschaut, das geht auf so eine Spitz zusammen, ja. Katastrophe, ja. Und da habe ich gedacht, okay, aus diesem Feld machen wir einfach Wiese. Das wird immer Wiese bleiben. Da haben wir, das kostet 38.000 Euro, das werden wir mal kaufen. Zack, so. So, dann schauen wir mal. Ja, das bleibt immer Wiese, so wie es ist. 13.000 kosten es das. Das kaufen wir auch einmal ein. Und jetzt dann noch einen Ladewagen, und zwar den kleinsten hätte ich ganz gerne. Kosten 27.000, das Geld haben wir nicht. Aber wir haben ja noch Kredit. Da nehmen wir sie noch ein bisschen Kredit auf. Das so, natürlich müssen wir den zurückbezahlen, keine Frage. Ich könnte jetzt da noch mehr Kredit, hoppla, das wird ja gar nicht, aber das möchte ich nicht. So, kaufen. So, dann haben wir schon das einmal. Jetzt brauchen wir aber noch, ich weiß nicht, ich muss jetzt einmal schauen, ob ich unter was finde ich denn das? Nein, Teleskoplader, nein, das, nee. Nee, Förderband habe ich nicht herin. Das macht nichts, dann werde ich das dann reingeben. Ist überhaupt kein Problem. Was ich aber noch schauen wollte, wir könnten eigentlich für den Anfang auch mit einem Frontlader arbeiten.
Und zwar kostet es der 64.000. Der kann einen Frontloader nehmen, der D4. Ja, der Steirer war aber auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen sparen. Ne? Gut, okay, jetzt wissen wir das einmal. Dann werden wir mal. Sage jetzt einmal, holen wir das von dort oder dann wir zuerst. Ich würde mal sagen, nee, wir holen das nicht von dort. Wir werden da jetzt da einmal anfangen, da Gras drauf zu machen auf das Feld. Und zwar, wir werden das aber nicht mit dem GBS, mit dem GBS, sondern mit dem, na, wie heißt der geschwind? Machen mit dem Cursebrace, sondern wir werden das selber machen. Warum kann ich eigentlich gleich erklären, weil mir gefällt das nicht so ganz. Ich werde überhaupt die Kurse nochmal neu einfahren müssen, weil das irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Er lässt entweder, ihr seht es da, ne? Er lässt entweder zu viel stehen oder das wird halt alles nichts. So, ich glaube, wir sind gut ausgerichtet. Schauen wir sie mal an, ob was der GPS sagt. Okay, da gehen wir in den Nachbarfeld rein. Das geht aber nicht. Das können wir nicht machen. So, ausrichten. Nee, das ist zu viel gewesen, das Guten. Dann machen wir es so einmal. Wie schaut es jetzt aus? Nee, immer noch im Nachbarfeld. Ein Stückchen. Nee, immer noch. Die Felder sind da auch so schick rot. Da gibt es das für unbedeutendes Stückchen. Viel zu lange. Aber jetzt haben wir es. So lasse ich das jetzt da. Alles gut. Dann machen wir das so. Wir haben da jetzt so 3,3 Meter. Das ist natürlich völliger Blödsinn, weil wir haben nur 3 Meter. Das werden wir auf 3 Meter auch stehen lassen. Und sagen runter. Einschalten. GPS off drin und let's fetz, los geht's. Wir machen da Wiese drauf. Das wird Wiese. Wenn das Gras wird, dann soll es so sein. Es taugt mir ganz gut, dass ich da ein bisschen Abstand habe zu den Nachbarvölkern mit der Wiese dann. Das ist okay. Es darf halt nur nicht zu viel werden. Aber das Stückchen ist mir ehrlich gesagt, gut, das können wir noch nacharbeiten, aber im Prinzip ist mir das egal. So, nein, und das ist das, was ich gemeint habe, dass das auf so einem Dreieck zusammengeht. Nein, das ist ein bisschen. Nein, ihr wisst schon. So, gut. Stopp. Okay, fahren wir ein bisschen ins Nachbarfeld rein. Ist mir eigentlich jetzt momentan wurscht. So, ausrichten, zack, runter und let's fetz. Ja, wie gesagt, wir werden da jetzt das so machen. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. In der Zwischenzeit tut der andere Kollege da drüben das Feld fertig gruppern, nämlich Feld 78. Mit Cursplay natürlich. Und was ihr da seht, ich meine, ich fahre nicht wie ein Betrunkener, sondern das ist der neue. Ach, wie heißt denn das jetzt da? Treffkontroll. Ja. Da ist es einfach so, dass der ein bisschen. Ne? Das ist echt schon. So, rauf und die nächste Spur. So, ich will euch aber da mehr oder weniger nicht allzu lang damit aufhalten. Ja, ich meine, ihr kennt ja das alles schon, das Ansehen, bababa. Was ich sagen möchte, ist eigentlich, wie gesagt, wir machen jetzt aus diesem Feld machen wir rein Gras. Ja, da kommt nichts anderes rauf wie Gras. Das werden wir dann mit dem Mähwerk abmähen. Zumindest hoffe ich das. Stoppen. Aber das ist doch Gras, oder? Ja.
Das ist ein Zeug, schaut ein bisschen merkwürdig aus, aber bitte, okay. Das werden wir dann abmähen und das, was wir da rausbekommen an Gras, werden wir natürlich dann Silage draus machen, ja. Was wir ja dann wunderbar verkaufen können, damit wir da trotzdem zu Geld kommen, ne? Damit das da alles ein bisschen ratzfatz und schneller geht. Weil wir wollen uns eigentlich gar nicht allzu lange aufhalten, sondern wir wollen ja mal zu den richtig großen, fetten Dingen auch kommen. Und vor allen Dingen, da sind einige Felder, die was natürlich relativ groß sind, das darf man auch nicht vergessen. Ja, und da braucht man dann schon ein bisschen was Besseres. Nicht? Also mit den Deutz zum Beispiel, ja, da möchte ich auch nicht jetzt da Stunden da verbringen. Meine, wir haben den nur eine Zeit lang, ich meine alle 2 Deutz, ja, das wird sich wahrscheinlich auch nicht vermeiden lassen, weil wir ja, wie gesagt, wir brauchen da noch ein bisschen was, weil ich immer noch der Überlegung bin, was machen wir? Kaufen wir nur einen Traktor mit Frontlader oder werden wir das Ganze mit Förderband lösen? Mir am sympathischsten, muss ich ehrlich sagen, und ja, wäre eigentlich der Frontlader. Ich glaube, wir werden den Frontlader mal zulegen und mit dem Frontlader arbeiten. Da können wir entweder den Steirertraktor nehmen oder den T4. Ich sage, wir nehmen den T4, warum? Was Größeres brauchen wir nicht. Der ist eigentlich für nichts anderes da, als wie dass er die Schaufel bedient. Ja. Früher oder später werden wir sie natürlich, wenn dann die BGA und so weiter dann da ist und am Laufen ist, ja, werden wir uns natürlich, sage ich jetzt einmal, den Radlader leisten, ist eh klar. Nicht? Aber für den Anfang, sage ich jetzt einmal, können wir ohne weiteres da jetzt da mit den T4 Zeit lang arbeiten. Und ja, wie gesagt, der ist eigentlich für nichts anderes da, als wie nur ja, in Anhänger zu beladen. Das können wir natürlich auch über Curveplay machen, was wir natürlich wahrscheinlich auch machen werden, dass das automatisch geht. Ne? Also das möchte ich mal so einstellen, das funktioniert einwandfrei, das habe ich schon getestet, das geht einfach super und dann brauchen Sie wir um das eigentlich auch nicht kümmern, ja? Der macht das dann eigentlich selbstständig. So. Oh, durch den Baum durch, na Gott sei Dank können wir da durch den Baum durchfahren. Was hat es jetzt bumm gemacht? Nicht? Da hätte man lieber ausgeschaut. So, ja, wie gesagt, ich meine, das Feld ist jetzt nicht unbedingt gerade klein. Darum hab ich mich auch für das Feld entschieden, dass wir da wirklich nur Wiese drauf machen. Ich weiß jetzt da gar nicht. Muss man die Wiese dünnen auch? Was ich mich erinnern kann, wenn man in LS13 die Wiese gedünnt hat, hat man ein bisschen mehr, oder beziehungsweise hat man mehr Ertrag rausbekommen. Das werden wir testen. Das werden wir wirklich testen. Ich meine, ich glaube nicht, dass das in 15 auch so ist, aber ich habe es noch nicht probiert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es wirklich noch nicht probiert. Das müssen wir einfach testen. Ob man das Feld da. Also das Feld, ob wir das Gras da dünnen können, sollten, damit wir mehr Ertrag bekommen. Das weiß ich nämlich nicht. Schwierig, ne? Aber gut, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe eigentlich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, ich glaube in LS13 haben wir auch nie ein Feld nur rein mit Wiese gemacht. Ich glaube, auf der Touri war es auch nicht, da hatten wir genug Wiese. Oder haben wir da irgendwo eine Wiese gemacht? Haben wir da ein Feld gehabt mit Wiese? Wo wir wirklich nur Wiese drauf gemacht haben? Ich glaube nicht. Nein. Ja, das, was ich zum Beispiel auch nicht weiß auf der Karte, ja, ist, brauchen eigentlich dann die Kühe Gras? Das ist ja das Nächste, ne? Also, ihr seht schon nicht, ich kenne mich wirklich. Auf der Meienburg, kenne ich mich definitiv mit den Tieren nicht aus. Das ist überhaupt kein Thema bei der anderen Karte, nicht? Da weiß man ja meistens nicht mit den Tieren, ja, okay, Gras, Silage, Heu und alles ist gut, ne? Nur da auf der Meinenburg habe ich keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, ob ich das auch brauche. Gras. Wasser ist auf alle Fälle klar, ne? Das ist logisch. Also Wasser ist logisch, aber ob wir die Ding brauchen, habe ich keine Ahnung. Keinen Schimmer. So. Also das ist ja
eine nette Arbeit, was wir da haben, aber ich sehe das Ende. Zwar noch in weiter Ferne, aber ich sehe das Ende. Wie gesagt, ich meine, mit 3 Meter kommt man natürlich nicht allzu weit. Das wird sich alles noch ändern. Das kann ich jetzt schon vorausschicken. Weil. Klar, Moment, wir werden da mal kurz einmal. Ne, da eine springen. Wie schauen wir da aus? Warte mal, das können wir eigentlich da ausmachen. Brauchen wir noch Anfang und Ende. Ja, der tut er immer noch. Ich sehe es ja nicht. Das mit den Gruppen, das ist halt. Naja, okay. Gut, dann können wir da weitermachen. Der Kollege macht eigentlich eh das, was er machen sollte. Ein bisschen komisch, aber er macht's. Was soll's? Gescheiter wie nix. So, ja, und was wir jetzt da machen, ich werde da jetzt das Feld, wie gesagt, mit Gras fertig ansehen. Und wenn das dann quasi gewachsen ist, ich werde es natürlich auch dünnen. Wir können das eigentlich gleich probieren. Ja? Ich werde es, der Satzkletter mit dabei, ja. Ich werde jetzt noch mal runterfahren, werde die Sämaschine mit unten stehen lassen und werde da jetzt einmal das komplette Feld dünnen. Und werde es dann, weiter natürlich Gras da drauf machen. Ne? Aber ich zeige euch das einmal geschwind, nicht, dass glaubt, ich tue da jetzt irgendwie, nein, ihr wisst schon, schummeln oder irgendwas, ne? Cheaten, das gibt es bei mir nicht. Normalerweise gibt es auch nicht bei mir, dass ich durch Bäume fahre oder durch die Frucht hindurchfahre. Das gibt es normalerweise nicht, das gibt es jetzt nur da in dem Single-Projekt. Ja, weil das mit den Curseplay nicht anders funktioniert, leider. So, wir werden das kurz einmal abdrehen. Ich lasse die einfach jetzt damit da ein paar Mal so stehen. Holen wir da geschwind einmal den dünner Streuer. Den, was wir da reingestellt haben. So, holen wir sie den geschwind. Stopp. Retour. Geht schon, gehen wir Vollgas. Dann wir, okay, dann werden wir noch geschwind auftanken. Da ist ein bisschen wenig drin. Ich glaube nicht, dass das reichen wird, wenn wir schon da sind. Bitte mal voll machen. Sehr schön. So, und jetzt da werden wir aufs Feld einmal. Das hat uns gleich mal 500 Euro gekostet. Und zwar hätte ich mir gedacht, auch da wo wir schon angefangen haben, werden wir mal schauen, was passiert, wenn wir da jetzt verdünnen. Ob das irgendwie einen sichtbaren Effekt gibt. Denn wir wissen ja das schon, wenn der Effekt sichtbar ist, dann kann man da ohne weiteres dünnen. Und? Nein. Okay, dann ersparen wir sich das. Okay, Gras können wir nicht dünnen. War ein netter Versuch. Okay, dann nicht. So, dann wieder zurück. Wir das geschwind wieder unter unseren Schuppen oder beziehungsweise da rein wieder in die Halle. Ups, war fast schief gegangen. So, und geht schon jetzt zurück. Nein, nicht da gegen den Zaun. Da bin ich ein paar Meter dagegen gefahren, wird wie den. Wie das Weizen, ja, das ist sehr deutsch, den Weizen weggebracht habe. Bin ich da das ein oder andere Mal da gegen einen Zaun gerast, weil nicht ist so schnell wie möglich und hol oder und hast du nicht gesehen. Ja. Nein, das Rotgewicht ab. Wenn das da. So, jetzt aber. Drehen wir das wieder auf. Dann fahre ich da in die nächste Spur hinein. Nächste Spur hinein, da rein. Sehr schön. Zack, runterlassen und weiter geht's. So, ja, aber das soll es wieder gewesen sein. Ihr habt es jetzt gesehen, wir haben ein Feld gekauft, wir haben zwei Maschinen gekauft, das heißt ein Frontmähwerk und einen Ladewagen haben wir jetzt. Und werden damit den dann sparsam auf den Feld da dann, Feld 73,
wenn wir da grasen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.